Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Ich wüsste gerne, was diese beiden Mädels da besprechen. Ich verstehe kein Wort, aber sie reden die ganze Zeit. Jetzt bin ich neugierig. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich wahrscheinlich zumindest nicht. Und wir stehen hier vor der Schurter, glaube ich. Der Polizeiwache der örtlichen, glaube ich. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wir müssen auf jeden Fall da rein. Das weiß ich mit Sicherheit. Denn wir müssen die Arbeitsstube des Statthalters finden. Alter, wie viel? Warum reden die denn alle so viel hier? Hallo. Entspannung, bitte. Danke. So. Ich erinnere mich, wir waren vor nicht allzu langer Zeit schon mal hier drin. Und wir sind gekommen über diesen, ja genau, über diesen Weg. Und hatten uns gewundert, hä, wieso steht hier keiner und bewacht das? Jedenfalls. Da steht einer und bewacht was. Da stehen noch ein paar mehr. Oh, da stehen ein paar viel mehr. Ach, du heiliges Stück. Leute? Das geht so... Das finde ich jetzt ein bisschen frustrierend, dass das so nicht funktioniert, wie ich mir das wünsche. Mist. Gut, dann anders. So vielleicht. Aha. Eins, zwei. Den hätte ich auch gerne. Komm, komm, wir sehen an. Drei. Vier. Und dann nach da oben und dann sind wir weg. Geil. Okay, das war erstaunlich gut. Ich bin gerade positiv begeistert. Gut, begeistert ist immer positiv eigentlich, aber egal. So, dann machen wir noch den da. Nee, du bist tot. Ja. Und nun? Ja. Ich würde sagen, das haben wir souverän gelöst. Das war doch ein Träumchen bisher. Gucke mal. Dann schleichen wir uns hier mal ein bisschen rum. Ich bete, dass sich keiner von den beiden Kollegen hier jetzt bewegt. Nee, komm, den machen wir so. Dafür brauche ich jetzt kein Pfeil. Kein Wurfmesser für. So rum. Gucke mal. Und wir müssen, wohin müssen wir denn? Nach da unten. Achso, das ist immer noch der Haupteingang, wie es aussieht, ne? Finde die Arbeitsstube des Statthalters. Ich komme von oben, wenn das okay ist. Hoppala. Och nö. Da habe ich was ganz anderes. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich kein Attentat machen, sag mal? Der sieht mich ja gar nicht mehr. Nur aber. Meine Güte. Da stellt er sich aber auch an, ne? Und deswegen waren wir übrigens schon mal hier. Da, diese Ausrüstungstruhe, die schon ausgeräubert ist. Und da sehe ich etwas. Das ich einmal gerne weg hätte. So weit kommt das noch, dass die hier Hilfe rufen. Nee. Nicht mit mir. Hey, was? Gleich verstummst du. Ich verstumme gar nicht, mein Lieber. Krieger kämpfen. Siehste? Ich bin nicht verstummt. Musik, du kannst aufhören. Hier ist niemand mehr. Also, niemand, der mich gerade aktiv angreift. Junge, du guckst in die falsche Richtung. Du musst Wache halten. Aber halt nach unten, nicht nach hier. Finde ich. Er findet nicht. Egal. Trotzdem Macho-Pumper jetzt, der Kollege. Und das hier ist nur... Ach, wieder so ein Ständer. Also so ein Rüstungsständer. Ich dachte, da ist noch jemand. Kuckuck.
Oh, da ist noch einer. Ja, hoppala. Na komm. So. Das war er? Kann es sein, dass ich hier vollkommen falsch bin? Oh. Guck mal, die halten alle Mittagsschläfchen. Ist das schön? Ist das schön? Gut, hier bin ich offensichtlich falsch. Ich komme hier nämlich nirgendwo irgendwie runter. Also rein und runter. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich habe hier jetzt so viel Platz gemacht und dann kriege ich dafür genau gar nichts. So ein Mist. Nee, ich komme hier wirklich nirgendwo runter. So, da sind zwar noch welche. Hi, na? Allah macht wer? Was? Wo? Nee, sehe ich nicht. Genau, Allah gibt dir Ruhe. So ist es richtig. In diesem Fall. Ja gut. Das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn ich ehrlich bin. Müssen wir hier etwa... Genau, wir springen einfach komplett runter, weil warum auch nicht. Müssen wir durch den Vordereingang, sage mal. Aber da ist ja auch Sperrgebiet. Oder nicht? Dürfen wir da lang? Das wage ich ganz arg zu bezweifeln. Hallo? Ja, ich bin weg, danke. Gut, dann machen wir es mal ganz anders. Hallo? Er sagt, ich soll mal Unterstützung kaufen. Das würde ich gerne tun. Da. Ich brauche Schwertkämpfer. Wir folgen deinem Befehl. Ja, dann ran da. Tötet sie. So, mich seht ihr alle nicht, ne? Tschüss. So, Erkundungsgebiet. Dann machen wir es halt so. Da kann ich jemanden belauschen. Mal gucken, wie gut das funktioniert mit den Kampfgeräuschen nebenbei. Aber wir machen es mal. Stadthalter zurück? Ich bin nicht sicher. Ich sah ihn nicht nach oben gehen. Aha. Okay. Ach, und jetzt muss ich wieder hier raus. Ja, gut. Und hierfür jetzt den ganzen Aufstand? Nieder mit dir! So, Schnute. Hä, ich hätte doch nicht rausgemusst. Ups, mein Fehler. Entschuldigung. Das ist... halt, stopp, ich bin gar nicht da. Hast du mich nicht... Du hast mich nicht gesehen. Guck. Siehst du? War niemand da. Alle paranoid hier. Denken immer, sie sehen jemanden. Ich finde es so schön, dass er es überhaupt nicht mitkriegt. Oh, okay, halt, stopp. Ich glaube, es ist der Statthalter. Nicht? Na gut. Ich glaube, das da könnte der Statthalter sein, oder? Der ist so angreifbar. Und er sieht aber so normal aus. Deswegen wundere ich mich gerade etwas. Hier ist was zum Lesen. Vermerk für die Schurter. An alle Mitarbeiter der Schurter. Meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung eurer Pflichten nicht zwingend erfordert, dass ihr ihn betretet. Statthalter Ebentahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt und sollte nur im äußersten Notfall gestört werden. Okay, also ab in den dritten Stock. Da sind Gefangene, die sehen aus, als würden sie uns helfen wollen. Und hatte ich hier nicht irgendwo auch mal so ein Schlüsselsymbol gesehen? Da. Dass ich arm bin, befreie mich, bitte. Natürlich. Das wird lustig jetzt. Wir machen einmal das da. So, und dann drücken wir einmal dahin. Den kriege ich.
Hey, hier sind Gitterstäbe, da kann ich durchgucken. Den kriege ich auch, den kriege ich nicht. Ja gut, egal. Machen wir es so. Dann sind zumindest drei und vor allem eine Dicke weg. Und mit den anderen beiden setzen wir uns jetzt auseinander. So, Nummer uno. Und Nummer dos. So, das waren die. Hab ich den Schlüssel jetzt? Oder liegt der da noch irgendwo fröhlich rum, der Schlüssel? Nee, den müsste ich haben. Da oben ist noch eine Kiste. Interessiert uns jetzt gerade herzlich wenig. Achso, und da oben müssen wir irgendwo hin. Na gut, aber erstmal ist es mir ein Anliegen, dass ich hier mal die guten Jungs hier mal befreie. Der Priester, sei Allah. Möge Allah dich schützen, Sadiki. So. So viel Zeit muss sein. Komme ich hier irgendwie hoch? Jo. Schon sind wir im zweiten Stock. Und räubern erstmal ein bisschen aus. Hier kommen wir offensichtlich rein. Da gehen wir doch gleich mal mit. Achso, hier ist der Treppen. Das Treppenhaus. Schön, gut zu wissen. Schön, dann gehen wir hier gleich mal weiter in den dritten Stock. Augenblick. Hä, was? Oh, Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen, mein Lieber. Das tut mir jetzt leid. Da musste er leider etwas qualvoller sterben, als ich mir das gewünscht hätte. Aber das passiert. Und da ist die böse Tür, zu der wir müssen, wie es aussieht. Und ich sehe ein Schloss vor dieser Tür. Ein böses, böses Schloss. Lass mich raten. Oh, ich habe den Schlüssel. Ja gut, dann tue ich mir natürlich keinen Zwang an und gehe hier mal rein. Kommt hier jetzt eine Cutscene? Noch nicht? Ja? Nein? Vielleicht? Nein? Nein? Nö. Okay, gut. Noch nicht. Dann schauen wir uns doch mal um. Hier kommen wir raus. Hier ist eine Kiste. Kiste immer gut. So, das haben wir. Und wozu muss ich das jetzt aufschließen? Um hier diese Tür zu öffnen. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. Es ist wunderschön. Okay, und hier müssen wir jetzt einfach nur durchsuchen. Wir durchsuchen, was finden wir denn hier? Jede Menge Gedöns. Hier hast du was ich mir angucken kann. Verzicht des Abu Abdallah. Mit schwerem Herzen verkündige ich Abu Abdallah, dass ich dem amtierenden Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 11. Schawal. Abu Abdullah schwor dem Kalifen die Treue und versprach, den Thron nicht selbst anzustreben. Ein Mann, der die Mächtigen wie Puppen lenkt und die Verborgenen in aller Mut auslöschen will. Ich habe genug gesehen. Ach ja, die Quest sagt was anderes. Die Quest sagt, durchsuche weiter. Na gut. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge und die Verborgenen. Mhm. Interessant. Was haben wir hier? Brief der Tahirian. Werter Vetter, deiner Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit Alamut aufgehoben. Unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Abdallah ibn Tahir. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von, auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif at-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener
wie ich hörte. Hm. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Lässt ein Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter. Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Die Glocke kann gar nicht läuten, die habe ich kaputt gemacht. Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorta fliehe. Hey, Statthalter! Oh. Warte. Ich sehe gerade, es gibt Dinge, die mir nicht gefallen. Von dem Heuhaufen. Vorsichtig. Was war das? Was? Da könnte jetzt ein Dicker kommen. Also so ein Dicker. Will ich nicht. Fände ich doof. Ist hier irgendwo ein Plakat? Da ist ein Plakat. Kuckuck. Ach, du heiliges Stück. Ich brauche mal die Plakate hier. Komm. Genau, nein. Sehe ich auch so. Wir rennen und rennen weiter und... Nein! Ah. Ungünstig, warum stehen hier denn überall Leute? Oh, das war doof. Haha, ups. Ich renne jetzt hier einfach mal querbeet irgendwo hin. Ich habe gar keine Ahnung, wohin. Hallo, Bassem, bitte. Beweg deinen Hintern, Kollege. Meine Güte, was ist denn daran so schwer? Hier sind auf einmal überall Wachen. Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Okay, machen wir, aber ich will erstmal nicht mehr von diesem doofen Arsch gejagt werden, der mich wahrscheinlich jagt. Wo ist jetzt das Plakat? Da ist das Plakat. Wenigstens so anonym, ganz genau, wenigstens so anonym möchte ich sein. Wenigstens so anonym möchte ich wirklich sein, dass der Dicke nicht mehr hinter mir ist. Keine Ahnung, wo der ist, ob der hier irgendwo in der Nähe ist. Aber jetzt sollte mich das ja auch nicht mehr kümmern, denn da wäre er gewesen. Da wäre er gewesen. Nein, ist es überhaupt nicht. Ist es gar nicht, das ist eine Lüge. Geht mir aus der Sonne, Leute. So sieht das doch schon gleich viel besser aus. Und damit auf zurück zum Quartier. Ein letzter Ratschlag heißt die Quest. Na, das klingt ja schon mal wieder sehr vielversprechend hier, oder? So, nach dem Motto, guck mal, wir machen das und danach geht's ab. Lieber verborgen bleiben. Oh je. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Ach so, sie wartet auf dem Dach auf uns. Natürlich tut sie das. Dann nichts wie hin da. Guten Hallo. Bassem,
Hast du deinen drei Verdächtigen nachgespürt? Wenn nicht, ist deine Arbeit noch nicht getan. Ich habe fertig, gute Frau. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir aller Mut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Oh. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Mhm. Töte Kabiha. Der Kopf des Ordens der Ältesten, Kabiha, ist aus ihren Gemächern im Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt. Das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Kabiha in ihre Geheimnisse eingeweiht wurden. Suche nach Möglichkeiten, in den Kalifenpalast zu gelangen. Tun wir natürlich aber nicht mehr in dieser Folge. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen wollte ich mal gucken, was kann man denn hier noch so machen. Hier fehlt uns noch eine historische Stätte in dem Gebiet. Die könnten wir uns mal schnappen, wenn ich sie finde. Vorausgesetzt, ich finde sie. Liebe Stätte, wo bist du? Da. Da bist du. Die schnappen wir uns jetzt einmal und führen sie uns zu Gemüte. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal den Kalifenpalast an. Oh oh. Da sind wir ja doch schon sehr gut Richtung Ende vorgegangen, wenn es jetzt gegen den vorerst letzten Boss geht. Ich sage vorerst, weil ich die Befürchtung habe, dass wir auch nochmal gegen unseren Djinn ankämpfen müssen. Und wir haben einen neuen Marang erreicht. Wir sind Meister. Schön.
Jetzt sind wir Meister. Halt, Meister können looten. Meister können looten. Und eventuell... Gut, Meister können nicht über die Dächer spazieren. Nein, Meister springen lieber ins Stroh. Da ist eh viel schöner. Diese Steuerung. Ich habe an dem Spiel ja eigentlich echt nicht so viel auszusetzen, aber die Steuerung, die macht mir manchmal echt zu schaffen. Aber na gut. Nichts und niemand ist perfekt, auch kein Spiel und auch nicht die Vögel, die da in der Luft sitzen, weil das ist ganz normales Vogelgehabe, Getue, Gedingse. Die machen das so. Die sitzen immer in der Luft. Und die können gar nicht anders. So. Und ich kann nicht anders, als historische Stätten einzusammeln. Deswegen gucken wir uns hier die letzte der runden Stadt einmal an. Das Bildungssystem. Die grundlegendste Bildung stand den meisten Jungen und Mädchen in abbasidischen Städten offen. Während die Oberschicht der Gesellschaft von Privatlehrern zu Hause unterrichtet wurde, gingen weniger betuchte Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren in den Kutab, Ort des Schreibens, eine Schule, die sich üblicherweise in einer Moschee befand. Sie wurde von einem männlichen Lehrer betrieben, dessen Lohn direkt von den Eltern oder, im Falle eines armen oder verwaisten Kindes, durch fromme Gaben gezahlt wurde. Seine Aufgabe war es, den Kindern das Lesen und Schreiben durch Abschriften des Korans beizubringen. Dies fand auf einer beliebigen Oberfläche statt, Papier, Lehmtafeln, sogar Sand. Zudem wurden einige Bereiche der Arithmetik und grundlegende religiöse Pflichten wie die Waschungsregeln und Gebete beigebracht. Der am meisten geschätzte Erfolg der Kutab-Schülerschaft war es jedoch, die 6.348 Verse des Koran auswendig wiedergeben zu können, eine Leistung, die dem Kind eine Auszeichnung und sogar eine Ehrenparade durch die Stadt einbrachte. Die meisten Kinder erhielten nach der Grundschule keine weitere Bildung. Es gab jedoch Unterricht für Erwachsene, an dem alle, die zuhören wollten, teilnehmen konnten. Die Themen reichten von Koranauslegungen, Recht und Theologie bis hin zu Logik und Medizin. Um zum Meister zu werden, musste ein Schüler an genügend Stunden teilnehmen, bis er genug Wissen hatte und eine Yasa, eine Art Diplom, erhielt. Diese Form der Erwachsenenbildung konnte in jedem größeren öffentlichen Bereich stattfinden, insbesondere in Moscheehöfen. Im 11. Jahrhundert entwickelte sich das System weiter und konzentrierte sich auf die Madaris, Schulen für Erwachsene, die durch von Gönnern bereitgestellte Mittel finanziert wurden. In der Forschung wird diskutiert, ob auch Mädchen an öffentlichem Unterricht teilnehmen durften. In der Anwesenheit von Jungen zu sein und zum Kutab zu gehen, konnte zu bösen Dingen wie Belästigung, Übergriffen oder auch nur Gesprächen führen. Es konnte zudem verhindern, dass die Mädchen die Haushaltsfähigkeiten erlernen, die von ihnen erwartet wurden. Die Vorstellung, dass sie besser zu Hause unterrichtet werden sollten, war daher recht verbreitet, auch wenn es Ausnahmen gab. Töchter reicher oder gelehrter Familien zum Beispiel konnten vom Heimunterricht profitieren und es sind hunderte Namen weiblicher Gelehrter bekannt. Allerdings wird ihre Zahl von der der männlichen Gelehrten dieser Epoche deutlich übertroffen. Und damit haben wir auch die runde Stadt so gesehen zu 100% finito. Zumindest, halt, stopp, haben wir nämlich gar nicht. Stimmt, ich erinnere mich, es gibt noch ein Buch in der runden Stadt. Es gibt noch ein Buch. Eins der verlorenen Bücher, das letzte der verlorenen Bücher tatsächlich. Und ich befürchte, dass es vielleicht irgendwo hier in dem Gebiet zu finden sein wird. Wahrscheinlich irgendwo im Palast, keine Ahnung. Weil sonst wüsste ich nicht, wo es sein sollte oder könnte. Insofern werden wir das eventuell in der nächsten Folge finden. Schauen wir mal. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Und in der nächsten Folge geht es dann für uns in Richtung des Kalifenpalastes. Ich bin gespannt und ja, freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss!